Ich versuche in der Kunst zu leben. Ich bin Maler. Ich tue seit 40 Jahren nichts anderes als einen Pinsel schwingen und versuche irgendwie das nach außen zu zeigen, was in mir drinsteckt. Ja? Die jetzigen Bilder, die ich hier gerade in der Ausstellung zeige, die sind hauptsächlich Decollagen, das heißt also angelehnt an alten Plakaten, früheren Plakatwänden, um zu versuchen, das auf der Leinwand einen neuen Ausdruck zu geben, so wie ich immer gerade das denke. Der Herr Könen hatte mich vor circa 2 Jahren mal angerufen. Da kam dieser Kontakt über eine andere Galerie. Und hatte gefragt, ob es möglich ist, über Bocholt mal was zu machen, beziehungsweise Bilder, die Bocholt zum Ausdruck bringen. Das war ein Experiment. Wir haben versucht, ich war noch nie in Bocholt. Ich bin heute zum ersten Mal in Bocholt. Ich habe in ganz kurzen Schritten gesehen, was Bocholt bietet. Bocholt ist eine tolle Stadt, Bocholt ist eine Fahrradstadt, Bocholt hat Vergangenheit, Bocholt ist, ja, Bocholt ist Bocholt für sich. Bocholt hat ein Flair und dieses eigentliche Flair konnte ich erst heute richtig aufnehmen und muss aber sagen, durch die Verbindung mit dem Herrn Könen und die ewigen Telefonate und die Mails, die wir uns hin und her geschrieben haben, ja, glaube ich, habe ich es einigermaßen umsetzen können, so dass es auch als Gesamtbild das zum Ausdruck bringt. Heute, wo ich Bocholt gesehen habe, glaube ich, kann ich es noch besser umsetzen. Wir waren ja alle bei uns gegenüber auf der Straße.